Gut, wir machen hier in der Drachenöde weiter. Ich würde sagen, wir fliegen hier hin. Normal wollte ich jetzt eigentlich aufhören mit Aufnehmen, aber ich würde es hier auch gerne zu Ende bringen, dass wir uns dann nach Pandaria begeben können. Weil Pandaria kann man ja auch schon ab Level 80 gehen. Deswegen, ich würde gern Pandaria so weit wie möglich durchquesten bis Level 90. Ja, ich muss mal gucken. Also, komplett durchkomme ich hier eh nicht mehr heute. So viel Zeit habe ich gar nicht mehr. Für die Deswegen Dunkelspäne. gucken wir einfach, wie weit wir kommen. Zum Drachenjägerposten abgeschlossen. Sarastrasa, Geisel des Nordens. Sprecht mit Rokan, um den Frostwurm Sarastrasa herbeizurufen. Tötet Sarastrasa und liefert Sarastrasas gefrorenes Herz bei Hauptmann Gord in Akmas Hammer ab. Der ist auch nicht so dolle, der Bleibt Gürtel. immer wachsam. Was Ja, kann ich für euch dann tun, hol sie Boss? mal. Da ist Ich höre euch, Sarastrasa. Mann. Na, komm her. Das war früher eine 5-Mann-Quest. Also auch wieder Gruppenquest. Ich bin außer Reichweite. Hallo? Ja, wir könnten hier jetzt ausweichen, aber pff. Warum? Ja, wir haben sie gleich down. Es geht ziemlich flott. Und das war es. Sehr schön. Abgeschlossen. Dann hier drüben gibt es noch eine Quest. Da müssen wir gleich in die Schlucht rein. Wie geht's denn so, Mann? Schädlingsbekämpfung. Konto Karnis in Drachensturz möchte, dass ihr 10 Schneebolde der Schneeebene und 3 Magnatauren der Drachenöde in den Lagern um den Würmruh-Tempel herum Haltet tötet. euch vom Udo Doch fern. nicht. Wir müssen den da, wir müssen die dann verfolgen, genau. Später. Und hier müssen wir auch noch hin. Oh. Nee, das packe ich heute nicht mehr. Leider. Leider schaffe ich das heute nicht mehr. Wir killen jetzt erstmal hier ein paar Schneebolde. So, schön warten. Warten, warten. Und jetzt. Kann er nämlich nicht abhauen. Du bleibst da, Freund. Da vorne ist ein Magnataure. Da ist noch einer. So, dann direkt hier hin. Also wir können auch die Kleinen hier killen.
machen wir auch. Das geht etwas schneller. Tag. Ich will kurz mal gucken. 3529 Leben haben die. Und die hier unten. Auch genauso viel. Also können wir auch die Großen killen. So, den haben wir. Da drüben gibt's noch mehr. Von den Schneebolden. 4 Stück brauchen wir noch. So, einmal ein kleines Stückchen außenrum. Wir wollen ja jetzt nicht alle hier pullen. So, komm her. Ich muss näher. So, Quest beendet. Sauber. Zurück, Quest abgeben und dann müssen wir die Schneebolde verfolgen. Gut, eigentlich müssen wir sie nicht verfolgen, weil wir kriegen ja direkt angezeigt, wo wir hin müssen. Hier unten müssen wir auch noch questen. Das wird nervig. Das wird so nervig hier unten. Und ihr merkt schon, wir werden nicht jede Folge Level Up. Jagd durch die Schluchten. Kondokanis möchte, dass ihr die Schneebolde in der Schlucht südlich von Drachensturz verfolgt und anschließend ihren Anführer beseitigt. So, wir müssen jetzt einfach hier entlang fliegen. Und hier vorne müsste der irgendwo sein. Noch ein Stück weiter. Na, wo ist er denn? Eisfaust, da ist er doch. So, das ist der. Beunruhigende Hinweise. Bringt das geschmückte Kriegshorn zum Wimbro-Tempel und sucht dort nach jemandem, der die drohende Gefahr einschätzen kann. Jo. Erstmal hier wieder hin. Quest abgeben. So, bitteschön. Beenden. Nichts Neues. Was? Hand der Rache wohlwollend, Sonnenhächer wohlwollend. Okay. So, wir müssen jetzt einmal hier hochfliegen, weil wir wollen jetzt da drüben in diese, wie soll ich es nennen, Lava-Höhle. Also hier wollen wir jetzt rein. Obsidian-Drachenschrein. Also Obsidian sind die schwarzen Drachen. So, hier ist es auch wieder praktisch, dass wir schleichen können. Da müssen wir nämlich nicht so viel machen. Beenden. Und niemand, der euch retten wird. Tötet außerhalb des Obsidian-Drachenschreins 6 Nekrolyten der brennenden Tiefen und 10 glimmende Skelette.
kein Ausweg. Stellt eine zerstörerische Barriere am Ende des Pfades auf, der aus dem Obsidian-Drachenschrein hinausführt. Dort, wo die Straße in Schnee übergeht. Schützt die Barriere, bis sie vollständig aufgeladen ist. So, davon müssen wir 6 Stück killen. Von den Skeletten müssen wir 10, glaube ich, killen. Ja, wir können ja auf dem Weg nach draußen schon mal anfangen. Steht zwar außerhalb, aber ist ja egal. Aber merkt ihr was? Es sind ständig so viele Gegner, die wir killen müssen. Hier jetzt wieder 16 für eine Quest. Vorher 15. Ich glaube, manchmal hat Blizzard Angst, dass man nicht genug zu tun hat im Spiel. So, wir werden uns so langsam mal da hochbegeben zum Ende der Straße, weil ich weiß nicht, was da oben für Gegner kommen. Also es kann auch sein, dass da oben auch Skelette kommen und diese Nekrolyten. Wäre natürlich blöd, wenn wir hier alles Mögliche killen und da müssen wir sie dann eh killen. Deswegen, wir killen jetzt hier, was auf dem Weg kommt. Und oben dann mal gucken. Ansonsten können wir ja auf dem Rückweg noch ein bisschen was killen. Sehr schön. So, den hier noch. Und hier müssen wir dann nämlich auch das Ding hinstellen. So, einmal das hier hinstellen. Das Skelett. Ja, genau deswegen. Und wir brauchen nur noch 2. War eigentlich dämlich, dass wir so lange gewartet haben. So, erste Quest ist fertig. Und das ist, glaube ich, schon der letzte Gegner, den wir brauchen. Oder auch nicht. Ja, aber es hat genau gereicht mit den schwelenden Skeletten. Sehr schön. Abgeschlossen heißt fertig. Wir brauchen jetzt noch 3 von den Nekrolyten. Und dann haben wir die Quest auch. Schaden um 10% erhöht. Schämst du dich nicht? Mann, Mann, Mann.
So, Quest auch abgeschlossen. Dann einmal unsichtbar machen. Einmal kurz Speedy Gonzales an. Neltarions Schlund. Neltarion ist Todesschwinge. Neltarion war der Name von Todesschwinge, als er noch der Drachenaspekt der schwarze, nee, der Drachenaspekt der Erde war, genau. Nur die besten Absichten. Wartet, bis Serena euch in die Verkleidung eines Nekrolyten der brennenden Tiefe gehüllt hat. Dringt in die Tiefen des Schlundes von Neltarion vor, um aufzudecken, was den Kult der Verdammten hierher lockt. Kehrt mit Details ihres Vorhabens zu Serena zurück. Ja, komm, gib's mir. Dankeschön. So, wir können jetzt einmal hier rein, ohne dass wir angegriffen werden. Ist halt etwas blöd, weil der Weg ewig lang ist. Hier gibt es dann halt eine Abkürzung, wo wir runterspringen können. Aber der Hinweg, der ist bescheiden. So, wir müssen einmal hier drüben hin. Einmal unsichtbar machen, weil wir die Verkleidung verloren. Ach nee, wir haben die wir haben die Verkleidung gar nicht verloren. Wir sind ja schon die ganze Zeit Katzengestalt. Gut. Dann wieder hier vor. Quest abgeben. Abgeben. Das Ausmerzen der Verdammten. Tötet in Neltarions Schlund. Drei Nekromanten der brennenden Tiefe, sechs glimmende Konstrukte und sechs glimmende Spuke. Kehrt dann zu Serena zurück. Die Schändung der Entweiher. Findet acht nekromantische Runen, die auf den Boden von Neltarion Schlund gezeichnet wurden, und löscht sie aus. Kehrt zu Serena zurück, sobald die Aufgabe abgeschlossen ist. So, den brauchen wir nicht. Ja, wir müssen uns jetzt hier einmal den Weg durchhacken, wie er es so schön genannt hat. Dazu brauchen wir hier diese Spuke. Wie viel brauchen wir da? Sechs Stück, okay. So. Ich weiß halt auch nicht, ob von oben irgendwelche gesprungen kommen. Und ich weiß nicht, ob wir da runter müssen. So, Rune zerstört. Von den Konstrukten brauchen wir auch sechs Stück, okay. Hättest du uns die Quest nicht vorher geben können. Hochheilen. So.
Rune löschen. Ich bin außer. Ja, der Krieger oder was das war, der ist ja schon hier durchgelaufen. Deswegen kommen jetzt so langsam die Mobs wieder. Deswegen waren auch keine da, wie wir eben hier reingeschlichen sind. So, von denen haben wir alle. Das Blöde ist, hier stehen die überall rum. Was brauchen wir denn noch? 4 Runen. 2 von denen hier und 2 von den Konstrukten. Okay. Rune weg. Spuk ist auch gleich leer. So, wir killen den hier, weil der uns im Weg ist. So, Rune, Konstrukt. So, wir brauchen noch ein Konstrukt. Ah, bleibst du weg, du kleine Drecksau. So, eine Rune und ein Konstrukt brauchen wir noch. Konstrukt ist hier oder da. Können wir beide nehmen. Eins von beiden nehmen. Ey, willst du mich jetzt verarschen? Was will denn der Spuk auf einmal hier? Ich glaube, hier spukt's. Da ist ja noch einer. Alter Schwede, gehen wir nicht auf den Senkel. So, und Quest abgeschlossen. Sauber. Dann einmal zurück abgeben. Ja, ihr könnt schön hier unten bleiben. Krieger war es, genau. So, das hier beenden. Beenden. Neltarions Flamme, das machen wir dann morgen.